Guten Tag und willkommen zurück zu Dying Light 2. Es geht endlich weiter, allerdings muss ich euch leider direkt zu Beginn etwas gestehen. Und zwar habe ich im letzten Part, also nicht im letzten Part, in der vorherigen Aufnahme, die ihr jetzt leider nicht sehen werdet, habe ich leider ein wenig verkackt. Und zwar ist dort die Aufnahme echt hart am Ruckeln gewesen. Und wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Müssen wir da runter? Da zu der... Nee, da unten müssen wir hin. Ich dachte, wir müssen da unten irgendwo hin, weil da wurde auch was angezeigt. Egal. Und zwar habe ich ein wenig verkackt. Die Aufnahme ist hart am Ruckeln gewesen. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Einen Moment, sorry. Die Aufnahme ist hart am Ruckeln gewesen. Deswegen konnte ich die leider nicht benutzen, habe sie dann einfach direkt gelöscht und dachte mir so, gut, es ist sowieso nicht viel passiert, dann werde ich das einfach mündlich nachreichen. Und zwar haben wir Cliff hinterher gefunden, mussten ihn töten, um uns selber zu retten, haben dann noch ein wenig gelootet und dann sind wir zu Damien zurück. Der ist allerdings auf den, auf diesen Turm geklettert, auf diesen riesigen, wo wir auch schon mal drauf waren. Ich weiß jetzt nicht, wo der, wo ist denn der? Ja, beim Bazaar, der Turm, da ist er drauf geklettert und meinte dann so, ja, ich will nicht mehr leben, wegen mir sind so viele Leute gestorben. Und dann konnten wir versuchen, ihn davon abzubringen, sich umzubringen. Hab ich allerdings leider nicht geschafft. ich wollte mit ihm nämlich, keine Ahnung, man hatte da so mehrere Antwortoptionen und... Hey, hast du Birdie gefunden? Noch nicht. Nee, noch nicht, leider. Ich folge der Spur. Wie macht man nochmal die Taschenlampe an? Shit, das habe ich jetzt voll vergessen. Ich dachte, das wäre auf F. Aber anscheinend ja nicht. So, gehen wir mal hier. Ja, ich hab's verkackt, ihn zu retten. Und damit werden wir ihn auch nicht mehr wiedersehen. Schade. Aber gut. Das, hätte ich ein bisschen besser nachdenken müssen. Man hatte, wie gesagt, mehrere Antwortoptionen. Ach, auf T wie Taschenlampe. Ja, okay, oft ist es halt auch auf F wie Flashlight, ne? Ah. Und, ja, ich meinte halt so zu ihm, ja, bring dich nicht um, es ist nicht deine Schuld gewesen. Und dann, darauf meinte er, ja, gut, es war zwar nicht meine Schuld, aber... Wäre ich etwas aufmerksamer gewesen, hätte mir es auffallen können, dass mein Bruder mich nur benutzt. Also im Endeffekt ist es doch meine Schuld. Daraufhin ist er halt von dem Turm runtergesprungen. Jo. Richtig hätte man es machen müssen. Folgen Sie Birdies Spur. Wie macht man nochmal den Sinn? So, ne? Ach so. Richtig hätte man es machen müssen, indem man... ihn darauf anspricht, ja, im Leben allgemein, so, indem man mit ihm über das Leben allgemein spricht. Und hinterher hätte man dann zu ihm sagen müssen, gut, wenn du jetzt runterspringst, dann bring ich mich auch um. So hätte das eigentlich laufen müssen. Jo. Und jetzt geht's... hier weiter mit komischen Lifteffekten. Komischen Lichteffekten. Weiß nicht, ob das daran liegt. Obwohl, wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich die Qualität der Effekte runtergestellt habe. Weil es war halt wirklich vorher hart am Laggen und ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt. Aber im Endeffekt liegt es, glaube ich, an OBS, dass wir jetzt vernünftig spielen können. So, da habe ich das nämlich... viel zu hoch eingestellt, zumindest für die Aufnahme. Da war das Video viel zu qualitativ hochwertig eingestellt. Das braucht man eigentlich gar nicht hier von wegen Kilobit.
die Sekunde. Habe ich viel zu hoch geböllert. Und das habe ich jetzt niedriger gestellt, beziehungsweise ich benutze jetzt die Aufnahmefunktion getrennt von der Streamfunktion, weil ich hatte vorher das so eingestellt, dass die Qualität gleich wie im Stream sein soll. Er ist zum Lastwagen gerannt. Vielleicht hat er es geschafft. Na, unwahrscheinlich. Glaube ich jetzt eher nicht. Okay, hier können wir rein. Komm, den killen wir direkt. Echt ein Wunder, dass er uns nicht direkt bemerkt hat. Moment, wir waren ja doch schon mal. Ach ja, geht's jetzt um das Kind? Ah, das ist so scheiße, dass ich die Aufnahme verkackt habe. Weil hier haben wir jemanden getroffen. In dem Gebäude, der meinte zu uns, ja, ein Kind hat die Infizierten weggelockt. Der Kleine hat mir mega gut geholfen. Und den sind wir halt gerade am Suchen. Da hinten. Nee, Moment. Hier sind die Fußstapfen. Wohin gehen die? Gut. Ich denke, ich gehe lieber mal zurück. Zu dem Ort hier. Und schaue dann. Er sich nicht ergeben. Ist er das? Nee. Immer noch. Verfolgen Sie Birdies Spur. Ja, aber woher denn? Wo ist denn seine Spur? Vielleicht. Ah, hier sind Blutspuren und da oben sind auch nochmal Spuren. Okay, habe ich das dann vielleicht falsch gemacht? Ja, da hinten sind da nochmal Blutspuren. Okay, gut. Dann darf ich mich tatsächlich nicht so sehr an meinem Überlebenssinn orientieren. Sondern nur halt ab und zu mal. Oh! Und hier liegt jemand. Wer bist du? Ich bin Aiden. Kannst du dich bewegen? Barney hat mich geschickt. Barney. Oh mein Gott. Klar, der gute alte Barney. Er ist rausgeschafft, oder? Er hat die Kristalle. Ja, hat er. Das sieht echt nicht gut aus. Ich hab's geschafft. Ja, ganz knapp. Umgelegt. Hast du gesehen? Naja, zwei waren schon verwundet, aber... Also... Heute ist mein Geburtstag. Mhm. Und... Tust du mir einen Gefallen? Da drüben. Klar. Siehst du? Mein Funkgerät. Ich muss jemanden anfunken. Hier. Aber wir müssen schnell machen. Ja. Klar. Ich muss nur... Hallo? Mama? Bist du da? Mama? Nathan? Bist du das? Was ist los? Wo bist du? Alles gut, Mama. Wir sind fast... Barney und ich müssen hier nur noch... Barney! Er hat mir versprochen, auf dich aufzupassen. Keine Angst, Mama. Hör zu. Wir haben die Kristalle. Wir haben sie. Und ich habe drei Infizierte. Ich habe sie besiegt, Mama. Wir müssen los. Jetzt. Dann los! Raus da und komm zurück! Barney hat es versprochen! Ja, klar. Gleich. Wir sind bald zurück, Mama. Oh mein Gott. Was ist da los? Nathan? Alter. Barney, bist du da? Barney? Aiden,
da? Ja, ich versuche, deinen Bruder zu erreichen. Barney ist schon hier. Gerade angekommen. Er... was? Aber er sollte doch... Hat dir nicht vertraut. Er dachte, du willst ihm die Kristalle abnehmen. Deshalb sollte ich nach seinem Freund suchen, damit er sich davonschleichen kann? So ist es nicht. Komm zurück zum Basar. Alter, was ein Sack. Was ein Sack. Ist das ein neuer? Das ist doch kein neuer. Kristallstaub? Nein, das ist... Okay, gut, das ist ein alter. Den haben wir tatsächlich schon mal gefunden. Wir hätten hier einfach nur reingehen müssen und hätten wir ihn gefunden. Ihn hier. Ah. Ich glaube, das war auch in der gefailten Aufnahme. Aber ich glaube, das war es dann soweit. Ich meine, wir haben nur noch ein Windrad aktiviert. Und das war's. Aber gut. Ja. Das war der Junge, den wir für Barney finden sollten, während er auf Kristalljagd ist. Und ich kann die deutsche Synchro immer noch nicht fühlen. Zumindest nicht so wirklich. Ah, weiß nicht, ich finde irgendwie etwas komisch. Gerade die Mutter gerade hat irgendwie... Weiß nicht, das war irgendwie... Irgendwie war das schlecht geschauspielert. Gefällt mir nicht so, aber... Ich kann die Story mittlerweile... Oder diese Nebengeschichten, besser gesagt... Kann ich mittlerweile echt gut fühlen. Krank. Gut, machen wir uns zurück zum Basar. Und schauen... wie es weitergeht. Ja, dann geh halt... Ja, wahrscheinlich. Dann benutze halt nicht die Rampe. Meine Fresse, Alter. So, hier rüber und rein da. Moin. Hör zu. Und... Jetzt geht's uns besser, oder? Kommt drauf an. Ach, das war der Bruder von Veronica, Sophie. Der Typ war ein Arschloch. Als der an der Spitze der PKs war, waren die absolut unausstehlich. Das Ganze ist ziemlich einfach. Lukas ist Geschichte. Alles ist besser für uns. Amen. Du hältst besser mal die Schnauze, Barney. Wo ist Sophie? Er hat ihn umgebracht. Du schon wieder. Was machst du? Spinnst du mir nach? Das ist nicht Sophie, okay? Ich kann die... Es tut mir so leid, Leute. Ich kann die ganzen Charaktere irgendwie nicht zuordnen. Es geht nicht. Spricht vielleicht auch dafür, dass die Charaktere schlecht geschrieben sind. Aber eigentlich... Eigentlich haben die einen coolen Charakter alle. Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt, die alle zuzuordnen. So, Kollege. Warum hast du mich verarscht? Auf mich warten. Auf dich warten im Garten. Planänderung. Schiss, dass ich hinter deinen Kristallen her bin, hä? Schiss. Vor dir? Dass ich nicht lache. Wir haben ja unsere eigenen Interessen, Pilger. Und die gehen dich gar nichts an. Zwei deiner Leute sind für eure Interessen gestorben. Du hast Birdie nur benutzt, um mich abzulenken, oder? Du weißt einen Scheiß über mich und meine Leute, Arschloch. Birdie war wie ein Bruder für mich. Aus irgendeinem Grund will meine Schwester dich sehen. Also geh ihr auf den Nerv. Ja, besser ist es. Ich weiß zwar nicht, welche Stellung er hat. Aber wenn eine hohe, dann sollte sich das ziemlich schnell ändern. Wir müssen sie töten, Karl. Sie haben eins zu uns gehört. Wir müssen verhandeln. Sophie, hier drüben. Erpressern verhandelt man nicht. Deine Mutter war ganz anders. Außerdem habe ich hier das Sagen. Wir machen uns bereit. Und wir geben Joe diese Scheißkristalle. Feige Ratte. Ich weiß, was du denkst, aber wir müssen auf ihn hören, Herman. Für den Basar. Nur für den Basar. Sophie. Ganz ruhig, Herman. Er hat Barney gerettet. Schon vergessen?
Interessanter Typ, dein kleiner Bruder. Ihr seid wohl nicht gut klargekommen, hm? Sagen wir lieber, auf den ersten Blick ist was anderes. Barney hat seine Schattenseiten. Aber er ist auch unglaublich loyal. Und Old Villador hat so viele Sorgen, dass ich eben Leute brauche, denen man vertrauen kann. Was sind das denn für Sorgen? Ja, verstehe ich auch. Du bist ein kleiner Naseweis, Aiden, was? Frag einfach. Was willst du wissen? Obwohl die mir immer weiter... Die werden mir immer unsympathischer, diese Leute. So, wir fragen mal einfach alles durch. Nach dem Mord am Commander hat sich euer Verhältnis mit den Peacekeepern also verschlechtert. Das ist noch untertrieben. Genauer gesagt, alles ist schiefgelaufen. Ja. Aber Lucas hatte den Tod verdient. Seit der Pest gab es nichts, was den Leuten hier so geschadet hat wie er. Auf seinen Befehl übernahmen die Peacekeeper das Windrad. Für ihr eigenes Wohl. Sie greifen sich einen Großteil unseres Essens ab. Und unser Wasser. Und für welche Gegenleistung? Schutz? Beschützen kann ich uns selber. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gemacht. Ja. Ja, also, dass es so eine Gruppe gibt, die die Leute beschützen möchte, ist zwar gut, aber den Leuten dafür etwas wegzunehmen, schwierig. Schwierig. Gerade wenn man die Hilfe nicht angefordert hat, selber gut zurechtkommt, dann... Also, ja. Ich kann beide Seiten verstehen. Allerdings ist der Peacekeeper-Job auch eher so, wie ich das jetzt sehe, ein Ehrenjob. Und nicht, um sich an anderen zu bereichern. So kann man zwar auch, wie man sieht, aber sollte eher als Ehrenjob ausgeführt werden und die Unterstützung sollte durch die Leute, die man beschützt, selber kommen. Also, dass man die dann fragt, yo, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen besser ausrüsten, wir können euch vielleicht ein bisschen besser ausrüsten und so weiter. Dass man sich halt gegenseitig hilft und nicht, dass man so tut, ja, wir sind jetzt hier die, Beschützer, brauchen jetzt euren Kram, weil ihr euch nicht selber beschützen könnt. Das ist so eine Bevormundung, die ich halt auch nicht gutheißen kann, so. So, warum wollt ihr die Kristalle? Obwohl ich mir das schon selber beantworten kann. Die sind halt wertvoll, aus irgendeinem Grund. Vor allem für gläubige Leute, so wie ich das verstanden habe. Warum ist Barney abgehauen? Kristalle sind wertvoll. Wir brauchen sie für eine Transaktion. Und du kannst uns jetzt helfen. Ja. Wie bei Barney? Birdie? Wie Hilfe hat sich das nicht angefühlt? Barney bekam einen Schock, als er das mit Birdie erfuhr. Deshalb ist er vor dir abgehauen. Er will nur das Beste für den Bazaar, Aiden. Er denkt, er beschützt uns alle. Er ist eigentlich noch ein Kind. Er war noch recht jung, als unsere Mutter starb. Aber auch vorher schon, als er klein war, waren wir eigentlich immer alleine. Jetzt ist er erwachsen und braucht niemanden mehr. Je mehr er anderen helfen will, desto mehr tut er sich selber weh. Ja. Er sollte vielleicht die Aktionen, die er durchführen möchte, besser planen und auch andere Leute hinzuziehen. Und nicht alles immer überstürzen. Das kann sehr ungünstig ausgehen. Wie wir auch schon gesehen haben. Jetzt im Beispiel mit Birdie. Dieser Streit mit Karl. Worum ging es da? Sagen wir einfach, der Tod des PK-Kommandos hat unsere Probleme noch verschlimmert. Sieh dich um, Aiden. Was siehst du? Etwas, wovon die Leute außerhalb der Mauer nur träumen können. Am Ende des Monats werden all diese Leute tot sein. Warum? Weil unsere Wasservorräte in Kürze aufgebraucht sein werden. Vor 2 Wochen haben ein Gauner namens Joe und sein Kumpel Jack mit ihrer Gang den einzigen Wasserturm in der Gegend übernommen. Vor kurzem lebten sie noch im Bazaar, aber Karl warf sie wegen ihrer Mauscheleien raus. Deshalb wollen sie sich rächen. Sie haben den Turm vermint und wollen ihn hochjagen, wenn sie nicht jede Woche Schutzgeld kriegen. In Form von Medizin, Essen und Kristallen. Ah, geil. Ja, komm.
Gehen wir mal weiter. Was hast du vor? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe versprochen, Karl zu helfen. Solange er das Sagen hat, bekommen Jack und Joe ihr Schutzgeld. Und sie werden immer mehr aus uns rausquetschen. Und so weiter und so weiter. Die Sicherheit meiner Leute ist das Wichtigste. Du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Daher möchte ich dich um Hilfe bitten. Karl glaubt, Joe würde sich an die Abmachung halten, dass er uns Zugang zu dem Wasser geben wird. Aber ich bin da skeptisch. Ich muss Leute losschicken, damit sie mit den Banditen verhandeln. Und ich will Überraschungen vermeiden. Karl ist mit unseren Leuten schon unterwegs zu dem Ort, wo der Deal über die Bühne gehen wird. Sorg bitte dafür, dass alles glatt läuft. Ich soll sie bewachen. Ja, aber sei diskret und halte Abstand. Ja, alles klar. Oh, das gibt einiges an Kram. Neue Story Quest. Die Ankunft. Gehen zum Treffpunkt mit den Schlägern? Oder was stand da gerade? Nee, ups. So, jetzt. Muss den Kids sagen, dass es nichts zu beißen gibt. Ach, da steht's. Mit den Schlägern von Jack und Joe. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Und so langsam scheinen wir uns echt ein gutes Stück an Prestige aufbauen zu können. Ja, war so klar. Wir müssen so schnell wie es geht dorthin. Aber ich beeil mich nur noch 50 Meter. Komm schon. Zieh durch. Scheiße! Hier sind irgendwelche Leute, die wir allerdings komplett ignorieren werden. Oh, warum ist das so hell? Entschuldigung. Ich habe Gamma zu hoch gestellt, ne? Ja, sorry dafür. Gut. Im Questbereich. Ich sehe Banditen. Und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch. Shit. Dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Alles klar. Dann werden wir genau das tun. Ja, einfacher gesagt als getan, allerdings. Okay, nice, den ersten Number. Na, wie gefällt dir das? Ganz gut. Bisher. Nice. Schöne Aktion. Nee, noch nicht. Wir müssen allerdings auch mal diese Special Moves benutzen, die wir gelernt haben. Also über jemanden drüber springen und dann... War das E? Ich hab C gedrückt. Oder angreifen. Ich glaube, ich muss angreifen drücken. Jawohl, schön. Alles klar, angreifen. Nice. Da sind sie down. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Finde die Kristalle. Susie hatte sie. Ja gut, das war ziemlich einfach, du. Sie lebt nicht mehr, ne? Ne. Susie? Doch. Karl. Noch. Anscheinend. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susie? Susie, wo sind die Kristalle? Susie? Sophie, ich habe Susie gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt.
und ich sehe die Kristalle nicht. Alter! Junge, hau da ab! Als die Kamera schon so rüber geschwenkt ist. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam, aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Alter, yo, was geht? Durchsuchen, durchsuchen jetzt, schnell. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's jetzt richtig ab. Und wir müssen die aber erst loswerden. Hau ab. Okay, wir... What the hell? Was war das? Heal, heal, heal. Heal. Schnell. Okay, schön. Und ihn jetzt weg. Nice. Da kommt er aber schon. Der fette Sack, Alter. Aber gut. Sie hat gesagt, er ist langsam. Das sehen wir aber auch, dass er ultra langsam ist. Kommt eigentlich sehr gelegen. Weil werden wir einmal von dem getroffen, ist unsere Health Bar wahrscheinlich so gut wie leer. Oh, warum sind hier so viele Drecksäcke? Ja, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, und ich krieg nur aufs Maul. Ich habe aber auch mein Field of View mega hochgestellt. Deswegen kann ich die Entfernung zu den Zombies noch nicht so gut einschätzen. Ja, man muss das, glaube ich, erst anhauen, das Fass, ne? Scheiße. Und ich komme mit diesen Charge-Attacken noch nicht so gut zurecht. Gut. Zombies, die mit dem Rücken zu uns stehen, sollte ich aber trotzdem mit einer Charge-Attacke besiegen. Oh, Scheiße. Ah! Okay, so geht's nicht. Ich dachte, man müsste erst mal draufhauen und dann kann man es werfen. Aber nein, das ging irgendwie anders. Weiß aber halt nicht mehr wie. Sophie, die haben alles mitgenommen. Ja. Cool. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schief gelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Ja, jetzt reicht's. Karl holen und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Jawohl. Neue Story Quest, der Überfall. Aiden, wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin nicht so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, Scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Aitor ins Zentrum. Jo. Ja, es reicht so langsam mit diesen Drecksäcken. Also wenn die sich schon so lange von denen schikanieren lassen, dann müssen wir jetzt unbedingt was dagegen tun. Mir geht dieser Blumeffekt, wenn man in die Sonne guckt, mega auf den Sack. Komm hoch. Jawohl, schön. So langsam wird das was mit dem Klettern. So langsam kann ich Aiden besser einschätzen. Echt nice. So, und da drüben müssen wir hin. Wir werden uns natürlich hier alles weggrabbeln. Ist klar. Komm, auf mit dem Müll. Ja, schön. Noch eine
Noch eine Waffe, sehr geil. Das ist ein Krempel. Und hier gibt es hier auch wieder Honig. Das ist doch so ein... Nee, anscheinend nicht. Nee, nee. Nevermind. Dachte, das wäre so ein Garten. Mit so goldenen Bäumen, aber nein, anscheinend nicht. Vielleicht hier, Moment. Stoffbehälter erkannt. Okay, das ist schön. Nee, nee. Nee, nee. Anscheinend ist das nicht so ein Safe Point. Schade. Mir wurde gerade gesagt, Hemmstoffbehälter erkannt. So. Würde eigentlich gerne noch wissen, wo. Da unten? Bei dem Ausrufezeichen oder was? Moment, Moment, da unten wird es doch angezeigt. Ah, es wird immer da unten angezeigt. In die Richtung also, ja. Ja gut, gehen wir gleich hin. Komm, gehen wir gleich hin. Wir nehmen erstmal hier die Quest an. Vielleicht können wir dann erst zum Hemmstoffbehälter und vielleicht dann sogar schon direkt weiter. Hallo, Herman. Jo, was geht? Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Okay, dann wird's Nacht. Ja, kennen wir ja. Mittlerweile. Nein! Es kommt komplett anders. Wir sind auf einmal... Ah ne, ist eine Rückblende? Hier ist anscheinend eine Rückblende. Baby! Mia? In der wir spielen können. Nice. Auch mal ganz cool. Folgen Sie der Stimme. Boah, sowas stelle ich mir richtig räudig vor, solche Träume. Baby, yeah. Mia? Wo bist du? Boah, ist das arschig. Mia? Oh nein! 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 Was zum Teufel, Mann? Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Er geht jetzt gar nicht so wirklich auf den Traum ein. Hätte geil gefunden, wenn er halt aufgewacht wäre und Sophie wäre zu ihm halt gegangen, so von wegen, ja, Aiden, was denn los? Hast du schlecht geträumt oder so? Aber jetzt wird gar nicht weiter darauf eingegangen. Irgendwie finde ich das komisch. Warum hast du Herman nicht geschickt? Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Ja, die scheinen sich sehr gut zu ergänzen. Auch was Schönes. Reg dich nicht zu sehr auf. Ja, nee, das sagen wir jetzt mal nicht. Komm, fragen wir mal das, weil ich glaube,
Barney hat damit zu tun, mit dem Mord an Lucas. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen also sie ihn, hat sie keine erwischen. Ahnung. Okay. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Was jetzt? Wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unsere Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Ist so. Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Na. Eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Irgendwie tut er mir schon leid. So. Weil ich glaube, er hat immer gute Pläne. Aber setzt sie dann halt scheiße um. Dadurch gehen dann Leute drauf und er versucht dann wahrscheinlich die Schuld auf andere abzuwälzen. Aber ich denke trotzdem, tief in ihm drin, weiß er genau, was er alles verbockt hat. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen, wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Komischer Soundbug. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Hm. Danke. Na, nice. Hater hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Ich reiß denen die Kehle raus. Ich schwöre, ich schlitz sie auf. Ganz langsam. Stück für Stück. Für Ralph, Susie und Birdie. Für unsere Crew. Alter, die sind echt verzweifelt hier. Holy shit. Wenn die Synchro nicht so scheiße wird, würde man das richtig hart fühlen. Gut, wo ist der hässliche Hemmstoffbehälter? Ich glaube, ich gehe mal hier rum. Ja, scheint auf jeden Fall die richtige Richtung zu sein. Ah, okay, in dem Gebäude wahrscheinlich dann unten. Kann das sein? Alter, aber es ist Nacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Einmal gespottet, werden wir in Stücke gerissen. Obwohl wir vielleicht in das Gebäude rein müssen, dann ist es natürlich gut. Gott. Als ob es hier nicht reingeht. Als ob es hier nicht reingeht. Okay, wir konnten unentdeckt bleiben. Aber nur, weil ich gerade mega Luck hatte. So, wo geht's jetzt hier? Hier geht's rein.
Und hier geht's auch wieder raus. Sind jetzt auf einmal mega weit entfernt von dem scheiß Hemmstoffbehälter. Was soll das? Okay, in der Richtung. Da unten ist der. Der ist da unten. Nur wir kommen von der Seite nicht in das scheiß Gebäude rein. Vielleicht können wir erstmal nach unten gehen. Da sind so viele Viecher. Ich probier's mal. Hemmstoffbehälter erkannt. Und mach vielleicht auch mal die Taschenlampe an. So. Auf die Seite möchte ich nicht. Da werden wir nur geownt. Okay, die Nacht ist aber jetzt vorüber. Wie komme ich da jetzt rein? In der Nähe. Ja, das ist ja schon mal ganz nice, dass wir hier in der Nähe sind. Aber wir kommen anscheinend echt nur von oben rein. Und müssen unseren Weg dann durch das Gebäude machen. Weißer Mann. Gut, dann machen wir genau das. Wir haben ja keine andere Wahl. Ach du Scheiße. Raus da. Oh, die kommen auch raus. Fuck. Aber wollen direkt wieder rein. Die kommen hier draußen nicht so gut klar. Was ist das denn? Ist das ein Wolleteil? What the hell? Jetzt schon? Beziehungsweise einfach so in einem Gebäude drin? Gut. Alter, was ein Gemetzel. Das waren die. Hau ihn halt weg! Aiden, bitte. Junge, ne? Muss ich mich wieder heilen. Cool. Ja, komm halt raus. Ich will da nicht rein! Junge! Ja, komm bitte raus. Dankeschön. Schlag ihm halt den Kopf ab jetzt. Danke. Junge, Junge, Junge. Wir können da nicht rein. Die sind viel zu stark für uns. Können wir woanders rein? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Dann muss ich den Hemmstoffbehälter anscheinend erstmal liegen lassen. Alter, ist das scheiße. Ist das ein Müll? Ja, dass er in der Nähe ist, weiß ich mittlerweile. Kommen wir vielleicht da irgendwo rein? Nein. Wir kommen. Ja, lass mich halt in Ruhe. Wir kommen da nicht rein. Das ist doch Dreck. Das ist doch einfach nur Dreck. Gut. Dann schaue ich halt mal, was es da so bei der Quest zu erleben gibt. Ja, gut. Am besten. GRE-Anomalie, okay.
besten, ich komme da auch hoch, wollte ich sagen. Ja, 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 ist ja gut. Boah, ich verschwende so viel Leben. Heftig. Muss vielleicht auch mal mir irgendein Upgrade in zu dem passend zu dem anschaffen. Oh, mein Hirn ist komplett gebraten. Ich krieg gerade keinen vernünftigen Satz mehr raus. Sorry dafür, aber heißt dann wohl auch, dass wir den Part mal so langsam beenden sollten. Warum kann ich da denn jetzt nicht hochspringen? Geh doch runter! Dann muss ich darüber oder was? So? Ja, gut. Und dann hier hoch. So, sehr gut. Wollen Sie da nur rumstehen oder kommen Sie her? Ja, ja, ich bin ja hier. Peacekeeper. Wir haben jetzt eine Peacekeeper-Mission auf einmal? Was? Dann müssen wir... Okay, ich schnall gerade gar nichts mehr. Der Überfall Sophie. Durch meine Hilfe wollte ich das Vertrauen der Ball... Ach so, der... Das ist dieser Peacekeeper-Typ, von dem wir gerufen wurden. Okay, ich wusste gerade gar nicht, wer das überhaupt war. Ja, ich bin so raus aus dem Spiel, ey. So, was gibt's? Was wollen Sie? So, jetzt. Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Carls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Ja, und? Es läuft doch alles. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Vertrauen Sie den Leuten des Bazars nicht. Sie sind gefährlicher, als sie scheinen. Alter, ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Und wenn ihr es auch seid, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und verpasst... Passen Sie gut auf sich auf, Pilger. Und verpasst kein nachfolgendes Video mehr. Bis demnächst und ciao.